Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Und vielen lieben Dank natürlich an alle, die mein letztes Video kommentiert und geliked haben. So, wir sind hier in diesem kleinen Kaff. Ja, weiß nicht, das ist ja eigentlich gar kein Dorf, ne? Das ist hier Steinbühel heißt es. Ja, so eine Art Lager. Ja, wir haben in der letzten Folge einen Vampirmeister wieder mal getötet. Apropos Vampirmeister, ich guck hier gerade eben mal, ob ich hier irgendwie. Oh. Gesundheit verringert. Also wurde ich hier wieder angesteckt vom. Gut, dass ich jetzt nochmal reingeschaut habe. Wir müssen uns hier. Ah, Zaubertränke. Krankheit heilen. Haben wir doch, glaube ich, welche mitgenommen. Hier. Puh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu spät. Okay, wir gucken, ob dieser Effekt weg. Ja, ist weg. Gott sei Dank. Haben wir Glück gehabt. Ja, wie gesagt, in der letzten, der letzten Folge. Was ist das hier? Keine Ahnung. Neolot-Gedächtniszauber. Hä? Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir uns da wahrscheinlich wieder mit Vampirismus angesteckt. Weil wir gar gegen diesen Vampirmeister uns verteidigen mussten. So, wir sind jetzt hier gerade in dieser Höhle drin. Hier gibt es wahrscheinlich irgendwas zum Abbauen. Und das ist nicht zum Abbauen. Schwere Rüstung verbessert auf 50. Okay. Ah, jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht. Ach, scheiß doch, die wandern. Oh, Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Verzeihung. Oh, Lydia, wer schiebt denn hier die ganzen Sachen rum? Da müssen wir mal aufpassen, wo wir hintreten. Ich will So, wo nur mein laufen wir denn Auskommen jetzt? haben. Ich will keinen Ärger. Hä? Mich auch nicht. Ich will auch keinen Ärger. Eisen hier. Wo wir ein bisschen was schürfen. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Ach Mensch. Sorgen wir einfach dafür, dass wir in diesem Monat genauso produktiv sind wie im letzten. Wenn Breeling glücklich ist, sind wir es auch. Ich habe vergessen, mein Zeug zu verscherbeln. Ja, natürlich. Gut. Ich habe macht weiter so. Nicht mehr dran gedacht. Mein Geschäft, die Mine gibt uns einen Lebenszweck. Etwas, das sich viele von uns gewünscht haben. Ja. Die Minenarbeit ist ein hartes Brot. Aber wir zahlen einen anständigen Preis für das Erz, das ihr schürft. Die Wärme von Steinbühel ist eine wohltuende Abwechslung in diesem kalten, trostlosen Land. Ey, wenn die wieder alles so durcheinander reden, ist alles in Ordnung mit euch, mein schuppiger Freund? Theba-Ei ist es kalt. Aber nach einer Weile gewöhnt man sich an die Kälte. Ich verkaufe Eisenerz. Ich kaufe alles, was ihr zutage fordert. Also gut. Ach so, okay. Theba-Ei, der Schlüpfling, hätte nie gedacht, dass er mal in einer Mine an diesem kalten Ort arbeiten würde. Er hat von Größerem geträumt. Hier kann man noch ein bisschen was abbauen. Vielleicht müssen wir einfach den... Ja, noch ein bisschen was zuschieben, damit er befriedigt ist. Und dann glaube ich, habe das Quest abgeschlossen. Scheinbar haben wir hier gleich ein Quest mitgegeben, wo wir den Typen angesprochen haben. So, mal schauen, ist es der hier? Ja, ich sorge mich in jeder Wache. Ich kaufe alles, was ihr zutage fordert. Ne? Ah, wie muss ich denn jetzt hier? Irgendwas haben wir jetzt hier Quest angenommen. Hilfe den Einwohner von
Ach so, das haben wir jetzt gemacht, ja. 2 von 3, jetzt müssen wir noch mal Guanem helfen. Dies ist nicht der Ort, an dem Tebaei den Rest seiner Tage verbringen sollte. Okay. Ich bin nur hier, um in der Mine zu arbeiten. Nichts anderes zählt mehr. So, das behalte ich jetzt aber selber, dann verkaufe ich jetzt nichts mehr. Jetzt gehen wir raus. Ich glaube, das war's hier auch schon. Ist schon alles abgeklappert. Ich will nur mein Auskommen haben. Ich will keinen Ärger. Ja. Geh schon wieder. Ich mache auch keinen Ärger, so. Gut, dann waren wir hier schon. Sind wir hier schon durch? Ach du liebe Zeit, da vorne ist auch wieder so ein... ein Dungeon. Noch viel mehr ist da vorne zu entdecken. Ja, da laufen wir jetzt mal in die Richtung, aber ich glaube, ich werde jetzt... ich weiß gar nicht, das unterlassen, hier reinzugehen, weil... Moment, doch, wir müssen da reingucken, kurz. Ja, ein bisschen was können wir noch aufheben, aber ich habe vergessen, hier meinen Krempel zu verkaufen. Blöderweise werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel aufheben können hier an Loot. So, was ist das hier oben? Ah, da kommen wir da hoch. Ist das hier? Da vorne ist was. Ach du liebe Zeit. Sogar was ganz Großes. Oh, die läuft jetzt bestimmt irgendwie außen rum. Ich hoffe, die schafft das. Ohne irgendwo stecken zu bleiben. So, was ist das hier? Ach du liebe Zeit. Nee, da kommen wir nicht hoch. Okay. Laufen wir ein bisschen außen rum. Ist ja ein riesiges Ding, oder? Zumindest sieht es hier so aus. Wow. Schauen wir mal, wenn wir da oben sind, wie das immer noch so riesig ist. Aber Lydia wird schon kommen. Die muss jetzt irgendwie außen rumlaufen. Oh, bis jetzt. Jetzt Drache? Was war das? Ach du liebe Zeit, da oben ist ein Troll. Da komm, spring mal runter hier. Dann ersparst du mir die Mühe, dich zu töten. Komm schon. Jo, hier bin ich. Komm. Putz, 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 putz. Nee? Okay. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Und die Lydia, was ist mit der Lydia? Sollen wir ein bisschen warten? Wir warten ein bisschen. So ein paar Sekunden warten wir auf die... ach, da unten ist sie! Und sie steckt da unten fest. Oje, oje. Werde ich jetzt abholen. Komm schon, Medi, komm. Was macht die denn da? Ist die doof? Die rührt sich ja gar nicht. Hey, Lydia! Komm schon! Komm! Okay, jetzt. So, jetzt. Bitte hinter mir herlaufen. So, geht doch. Aber ich glaube, das ist wurscht, mit welchem Begleiter man hier spielt. Die werden wahrscheinlich alle irgendwie so
das Problem haben, irgendwo ja hängen zu bleiben. Ich glaube, da gibt es keine Ausnahme. So, wo sind wir denn hier? Yes, ist geil. Ist ja richtig riesig. Labyrinthion, was zur Hölle ist das denn? Hoffentlich kein Labyrinth. Oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Was sind das für komische Hütten hier? Und das sind die Trolle. So, wir schauen jetzt mal hier links rum. Da ist doch einer. Hey, du grunzender Riesenaffe. Ja, der hat hier die Truhe bewacht. Ich höre irgendwie noch einen rumgrunzen. Da oben. Na, komm, traust du dich? Spreng! Ja? Und ich habe meinen Kopf drauf. Komm schon, komm runter. Okay. So, jetzt. Aber zeige es dir. Wenn du nicht runterkommen willst, dann hole ich dich halt Pfeil und Bogen runter. Aber man sieht schon, die machen nicht allzu viel. So, ich brauche mein Schwert wieder. Was ist da noch irgendwo einer? Oh ja. So, das war's mit dir. Cool. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja riesig hier. Was ist das für ein verrückter Ort hier? Wow. Komm mal hier rein. Zeremonielle Tür. Aktivieren. Dir fehlt der notwendige Gegenstand, um diese Tür zu benutzen. Okay. Anscheinend müssen wir hier irgendwas sammeln. So eine Art Schlüssel. Wo man diese Tür hier öffnen kann. Sind das mit Geisterköpfe da? Also, diese Hütten sind doch echt merkwürdig. Was ist das da? Kann man hier rein? Kann man denn da rein überhaupt? So, einmal drumrum. Hier ist wieder eine Tür. Mann, hast du mich erschrocken, Lydia. Komm mal nicht durch. Ah, guck an hier. Mal rings rumlaufen. Hier kommen wir wieder raus, okay. Was zur Hölle ist das für ein Geräusch? Wieder ein Troll wahrscheinlich. Sendeschreiben des bezahlten Raubbolds.
Der Auftrag klang ganz einfach, Grotz, und ich habe es etwas schon oft getan. Ein hasenfüßiger Bretone braucht Leibwächter für eine Reise in die Berge. Kein Problem, leicht verdientes Kleingeld. Er redet natürlich die ganze Zeit von seiner zweifach vermaledeiten Maske. Wir haben uns kaputt gelacht, als Grotz sie sich schnappte und aufsetzte, und er drohte uns an, uns deswegen zu feuern. Nicht besonders schlau hier draußen so ganz alleine. Und das merkte er selbst sofort und sagte nichts mehr von wegen Lohn einbehalten. Wir kommen also hier an. Er blättert durch ein paar Papiere und murmelt etwas in sich hinein. Ist ja nicht der Rede wert, dass Grotz und ich uns an 10 stinkenden Trollen vorbeikämpfen mussten, bloß um ihn hierher zu bringen und dann ohne Verwarnung weg ist. Ach so, weg ist er. Hat seine Maske aufgesetzt und ist verschwunden. In einem Moment hätte ich ihn die Hände und den Hals... Was? In einem... Boah, ich kann diese Schrift... Es ist schon spät und ich kann schon wieder nicht gescheit lesen. In einem Moment hätte ich ihm die Hände und den Hals und um den Hals legen können und ihm nächsten hat er sich in Luft aufgelöst. Nun, nach einer Weile mussten wir nicht mehr, was wir tun sollten, und Grotzen nimmt ihre Sachen, um nach Hause zurückzukehren, als er plötzlich wieder da ist, Maske in der Hand, bettelt uns an, nicht fortzugehen, sagt, wir müssten unbedingt auf ihn warten, da sei die Aufgabe, für die er uns bezahlte. Dann setzte er sich wieder seine Maske auf, die Visage, und ist wieder weg. Ich habe schon gesehen, wie Mäntel einen unsichtbar machen können, aber ein paar Schwünge mit der Faust zeigten, dass er da nicht abzog. Dass er das nicht abzog. Ach so, da war nichts, was man hätte schlagen können. Er taucht wieder auf, sagte uns, er brauche einfach mehr Zeit, müsste etwas über andere Masken herausfinden, und verschwindet wieder. Das war gestern und ich habe genug davon, Däumchen zu drehen und Briefe an mich selbst zu schreiben. Bei Sonnenaufgang brechen wir auf, und wenn er sich noch mal zeigt, dann verspreche ich Azura, ich werde ihm diesen Dolch in die Brust jagen, um ihn an Ort und Stelle zu halten. Tot ist von ihm mehr zu holen, als er uns zahlen würde, wenn er am Leben bliebe, aber nicht die Maske. Das verfluchte Ding kann hier bleiben und mit ihm und den Trollen gleich hier verrotten. Das ist doch die Maske, oder? Ja. So, und irgendwie ist hier noch ein Troll. Passt der überhaupt durch? Wo ist der? Da oben. Na, komm her. Komm. So. Weg mit dir. Sorry, Leute. Ja, für mein schlechtes Lesen. Ich bin schon müde und diese Schrift ist auch nicht so besonders toll zum Lesen. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Gerade wenn ich müde bin. Ich glaube, das habe ich schon öfters schon erwähnt, dass ich ja nicht mehr gescheit lesen kann. Ich stelle mich sonst nicht so an, normalerweise. Außer wenn ich extrem müde bin. So, gibt's hier noch irgendwas? Nee. Außer hier die Tür. Da geht's in dieses Labyrinth hinein, aber das möchte ich jetzt noch nicht betreten. Ich möchte jetzt, wir gucken mal, was für eine Maske wir, was für eine Maske wir aufgehoben haben.
Holzmaske. Leichte Rüstung. Diese Holzmaske wird von einer unbekannten Energie umströmt. Ausrüsten. Ja, wir behalten die mal auf, wer weiß. Vielleicht nützt die uns ja was. Gerade wenn wir hier weitergehen. Aber unsichtbar machen? Hm. Ich habe sie jetzt aufgesetzt, aber unsichtbar macht die mich jetzt nicht. Warte jetzt mal kurz. Nee. So, aber da oben geht es auch noch mal weiter. Ich weiß nicht, ob da... Wir gucken da oben mal kurz hin, aber erstmal hier. Hier waren wir schon. Ja, hier gibt es nichts. Da ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Was vergessenes Wallküg. Vergessenes Wallküg. Okay, vergessenes Wallküg. Ist hier vielleicht noch eine Tür? Ja, hier ist auch noch eine Tür. Vergessenes Waldküb entdeckt. Das habe ich doch schon vorhin entdeckt. Das ist. Wo ist die Lydia jetzt wieder? Männer. Dieses Weib. Wo ist sie denn jetzt? Ich laufe jetzt hier mal rein. Mal schauen, ob sie da ist. Ja. So, wir laufen jetzt hier mal rein. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hallöchen. Das ist ein Grab. Oh. Außen. Nein, Lydia, nicht dahin laufen, nein. Ja. Warte mal. Können wir die aus? Nee, das sind. Heilung, was haben wir hier? Was ist das hier? Nix. So, gut. Oder wir schleichen mal ein bisschen rum. Vielleicht sind ja hier welche. Guck an, hier ist so eine komische akustische Falle. So, gleich Feierabend hier. Mit euch. Regale, die aber alle leer. Die sind irgendwie alle leer. Oh, das könnte hier was Größeres sein, glaube ich. Aber hier schätze ich mal darüber in das andere abgeschlossene Teil da gehen müssen, wo wir hier erstmal einen Schlüssel finden müssen, und wo der jetzt ist, ist halt fraglich. Müssen wir natürlich erst finden.
Hallöchen, du da, Zombie. Wahnsinn, die kloppen auf die Untoten hier ein, wie bekloppt. Oh, Verzeihung. So, da geht's einmal da weiter und einmal da. So, warte mal. Sollen wir hier erst aufmachen? Ich habe keine Ahnung. Klar. So, wie kriegen wir jetzt die Tür hier auf? Gut, jetzt nicht, dass ich unbedingt da... Scheint ja nichts Wertvolles jetzt da zu sein. Hier ist alles voller Trauger. Sei ruhig. Schlaf einfach weiter. Ist, glaube ich, besser für dich. So, der nächste ist da unten. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Lüdi. Ach, hier ist er. Wow, ich merk's. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich kurz vorm Ableben bin. Schnell. Boah, die Lydia hält schon mehr aus anscheinend als wie ich. Jetzt bezahlt ihr. Im Erzbogen, hier haben wir noch mal so einen. Tollkirsche. Geht's jetzt da runter? Entschuldigung, nein, ich habe nichts gesagt. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Naja, gut. Hier nochmal so eine Rüstung. So, ich glaube, das war's. Mehr gibt's hier jetzt nicht. So, ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt da runterfalle, ob ich da nochmal... Ja, wahrscheinlich werde ich irgendwo rauskommen. So, wir gucken mal, was die Lydia noch tragen kann. Bin immer noch da. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich muss noch was abgeben. Ich hoffe, du kannst noch was... mir noch was abnehmen, Lüdi. Oh, was ist das hier? Das ist meiner. Eigentlich haben wir ganz schön viel Zeugs hier wieder aufgesammelt.
Jagdbogen, warum habe ich den? Den schmeiß mal raus. Also so richtig schwere Sachen haben wir jetzt nicht mehr, oder? Für die Lydia, nee. Bären halt, Schneebären. Pelz, pelzigen Pelz. Hier. Ja, die kann schon noch was tragen. Ich dachte, die kann nichts mehr tragen. Oh, jetzt wird's. Warte mal, was haben wir hier? Gesundheit. Okay, das war's. Sowieso kann ich hier jetzt nichts mehr geben. Ja gut, das ist schon mal ein bisschen Erleichterung. Ihr geht vor, ich folge. Dann können wir uns jetzt da nach unten begeben. Und... Oh. Was ist denn jetzt? Oh, 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 oh. Gut. Nein, nein! Geil. Oh, ich habe nicht gespeichert. Ich habe nicht gespeichert, oder? Was? Nee, ich habe nicht gespeichert. Ey, Lydia, wo bist du denn gewesen? Ich hätte jetzt deine Hilfe gebraucht. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, wir gehen in der nächsten Folge gehen wir hier noch mal rein. Wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, nur ein bisschen Überblick zu bekommen, was wir hier alles machen müssen oder beziehungsweise was hier alles zu machen ist. Weil hier sind einige Türen, die man öffnen muss. Bis auf eine, die kann man nicht öffnen, da braucht man einen Schlüssel. Aber alles andere haben wir bisher öffnen können. Wir gucken mal ganz da vorne hin, ganz da vorne hin. So, hier. Hier wollte ich mal gucken. Die Lydia lässt sich wieder mal Zeit. So, mal sehen. Gibt es hier noch irgendwas? Sieht ja auch cool aus. Die sieht ja auch ganz cool aus. So, ich bin mal gespannt, ob ich noch eine Folge schaffe. Und mir fallen schon die Augen zu. Aber das juckt mir jetzt doch in den Fingern. Ja, da bist du ja. Auf dich habe ich ja gewartet, Rüdi. Hey. So. Boah, das sieht ja auch cool aus mit dem Himmel. Geh doch mal mit der Birne weg da. Mensch, Lydia, ey. Das sieht ja cool aus. Okay, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich. Bis dahin, macht es gut. Ciao.